Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich begrüße Andreas Mattfeld in der SPD-Fraktion. Herr Böhringer, Sie sind ja am Ende auch auf die Demonstrierenden hier in diesem Land eingegangen und haben versucht, das zu drehen, dass man ja nur gegen sie sei, weil man ja eigentlich hier das Geld verschwenden würde. Ich finde, man muss hier deutlich sagen, ich bin stolz auf diejenigen, die in den letzten Wochen auf die Straßen gegangen sind, die sich eingesetzt haben für unsere Demokratie, die faschistischen Deportationsgelüsten die Stirn geboten haben. Das sind anständige Demokraten, und ich finde, das kann man an diesem Ort auch nur so sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und die Botschaft "Nie wieder ist jetzt", die sollte Handlungsmaxime für uns alle sein, ganz egal, ob wir Regierungsverantwortung tragen, ob wir als Fraktion die Regierung tragen oder ob wir als Opposition hier in diesem Haus agieren. Und natürlich waren die letzten Wochen für uns anstrengend. Sie waren sehr arbeitsintensiv. Wir mussten insbesondere nach dem Urteil von Karlsruhe sehr intensiv miteinander diskutieren, welche Schlüsse wir daraus zu ziehen haben, wie wir den Haushalt neu zu priorisieren haben. Und natürlich war das auch schwierig, weil wir drei unterschiedliche Parteien in einer Koalition sind, weil wir, wenn wir jeweils alleine Verantwortung für dieses Land tragen würden, wahrscheinlich andere Schwerpunkte gesetzt hätten als der jeweils andere Koalitionspartner. Aber wenn die Menschen wegen der Demokratie auf die Straße gehen, dann will ich sagen, zur Demokratie, zur parlamentarischen Demokratie gehört auch der Kompromiss. Und um diesen Kompromiss haben wir gerungen. Und ich bin stolz auf diesen Kompromiss, den wir gefunden haben, weil das ist ein guter Haushalt für dieses Land, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und die Botschaft derjenigen, die für die Demokratie auf der Straße gegangen sind, die greifen wir auf. Ich will das deutlich sagen. Demokratie gibt es nicht umsonst. Demokratie kostet vielen Zeit, weil sie sich ehrenamtlich engagieren, weil sie sich einbringen für das Gemeinwohl, für den Zusammenhalt in dieser Gesellschaft. Aber Demokratie kostet auch Geld. Demokratie braucht ein staatliches Gemeinwesen. Und diese Demokratie wird ja aus verschiedenen Richtungen angegriffen. Und wir antworten an vielen Stellen in diesem Haushalt auf diese Angriffe. Wir haben die Feinde im Äußeren. Wir haben Wladimir Putin, der die Ukraine überfällt und damit auch einen Angriff auf westliche Demokratien verübt. Und deshalb auch die klare Botschaft dieses Haushaltes mit 8 Milliarden Euro. Wir lassen die Ukrainerinnen und Ukrainer in ihrem Freiheitskampf nicht alleine, weil es ist auch ein Kampf für die Demokratie, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dazu gehört dann eben auch, dass wir dieses Land wehrhaft machen. Wir erreichen mit dem Haushalt 2024 das 2-Prozent-Ziel der NATO. Und es wird ja hier ganz oft geungt, Zeitenwende sei nur ein Ausspruch gewesen, er wird nicht mit Leben gefüllt. 62 Milliarden Euro des Sondervermögens der Bundeswehr sind heute schon gebunden. Boris Pistorius arbeitet Tag für Tag an der Umsetzung der Wehrhaftmachung unserer Bundeswehr. Und ich finde, er ist ein guter Verteidigungsminister, und er liefert. Und das muss man an dieser Stelle auch betonen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und die Angriffe auf unsere Demokratie, sie kommen nicht nur von außen, sie kommen auch aus unserem Innern. Und ich finde es unerträglich, wenn wir heute und ich am letzten Wochenende mit meiner jüdischen Gemeinde, wenn wir mit jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern sprechen und sie wieder Angst haben, Angst auf die Straße zu gehen, Angst, sich als Jüdinnen und Juden auch offen zu zeigen. Und deshalb ein Schwerpunkt dieses Haushaltes ist es, dass wir über 100 Millionen Euro nicht nur für den Kampf gegen Antisemitismus, sondern auch für die Sichtbarkeit jüdischen Lebens in Deutschland zur Verfügung stellen. Ein Zeichen heute wichtiger denn je, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir wehren die Angriffe im Innern ab, indem wir uns eben nicht einfacher Mathematik bedienen und sagen, ihr müsst am Ende ein paar Dienstposten weniger haben, weil dann sieht das so gut aus, weil ihr habt ja Personal abgebaut. Wir machen keine Kürzungen bei der Bundespolizei, keine Kürzungen beim Bundeskriminalamt. Der Finanzminister hat es gesagt, bei den Einwanderungsbehörden stellen wir sogar zusätzliches Personal zur Verfügung. Wir stellen zusätzliches Geld für Integration zur Verfügung. Wir kürzen nicht bei der inneren Sicherheit. Stattdessen geben wir mehr Geld für politische Bildung aus. Stattdessen geben wir mehr Geld für das freiwillige soziale Jahr aus. Stattdessen geben wir mehr Geld für Integrationskurse aus. Das ist gelebte Demokratie. Das sind Maßnahmen, um diese Demokratie zu stärken. Und deshalb ist es richtig, dass sich das im Haushalt wiederfindet, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich bin der tiefen und festen Überzeugung, dass
das beste Bollwerk gegen die Demokratiefeinde in unserem Land der Sozialstaat ist. Die klare Ansage, wir lassen dich nicht zurück. Wir lassen dich, wenn du von Schicksalsschlägen erwischt wirst, nicht alleine in dieser Gesellschaft. Und das war auch nach dem Urteil von Karlsruhe eine der Maximen für uns. Wir dürfen nicht bei den Schwächsten dieser Gesellschaft jetzt sparen. Und deshalb von vornherein klar ist auch die Botschaft, es gibt keine Kürzungen bei den Rentnerinnen und Rentnern, keine Kürzung für Studierende, keine Kürzung für Alleinerziehende. Wir opfern den Sozialstaat in dieser Situation nicht, wir stärken ihn. Und das ist wichtig für unsere Demokratie, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und natürlich sind wir uns auch bewusst, dass dieser Sozialstaat vor Herausforderungen steht, dass Dinge ihn vor ganz besondere Herausforderungen stellen, zum Beispiel die Situation in großen Städten, wo insbesondere kleiner, bezahlbarer Wohnraum fehlt, eine Situation, die sich in der Baubranche insbesondere nach dem Beginn des Ukraine-Krieges mit der sich dann auch nachfolgenden Zinsentwicklung noch verschärft hat. Es wird kaum noch investiert, und wir brauchen dringend Investitionen in kleinen, bezahlbaren Wohnraum. Und deshalb umso richtiger, dass Clara Geiwitz vorgeschlagen hat, jetzt sehr kurzfristig 1 Milliarde Euro zu mobilisieren, um kleinen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das ist etwas, mit dem wir den Sozialstaat und damit am Ende auch die Demokratie stärken werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und natürlich sind die 60 Milliarden Euro, die jetzt im Klima- und Transformationsfonds fehlen, eine ganz besondere Herausforderung gewesen. Und wir mussten lange intensiv darum ringen, was sind eigentlich die großen Programme, die im Klima- und Transformationsfonds erhalten bleiben sollen? Was sind eigentlich die Schwerpunkte, die wir im Klima- und Transformationsfonds setzen wollen? Und uns war wichtig, dass wir die Zukunftsthemen nicht aus den Augen verlieren. Ich finde es richtig, dass ein Schwerpunkt, der erhalten geblieben ist, die Investitionen in die Halbleiterfabriken sind, die nicht nur tausende Arbeitsplätze in die neuen Bundesländer bringen, sondern die auch dafür sorgen, dass wir unabhängiger von internationalen Märkten werden, dass wir unabhängiger in Krisen werden. Die Investitionen bleiben erhalten. Deshalb heißt auch Klima- und Transformationsfonds, lieber Andreas Mattfeld. Das ist Transformation, die wir in Deutschland brauchen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir treiben den klimaneutralen Umbau weiter voran. Es ist ja viel über das Heizungsgesetz im letzten Jahr diskutiert worden. Aber wir stellen ganz konkret im Klima- und Transformationsfonds 20 Milliarden Euro für energetische Sanierung zur Verfügung. Wir übernehmen bis zu 70% als Staat der Kosten für eine Wärmepumpe. Dieses Geld durfte nicht zur Disposition stehen. Es steht nicht zur Disposition. Die Menschen, die sanieren wollen, sie können damit rechnen, dass sie Zuschüsse vom Staat bekommen. Das ist ein wichtiger Beitrag für den sozialen Frieden in Deutschland, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sanieren weiter kommunale Einrichtungen. Wir investieren in die Forschung regenerative Kraftstoffe, in Batteriezellen. Wir beginnen mit der Korridorsanierung der Deutschen Bahn. Alles das stellen wir sicher. Alles das sind Zukunftsthemen. Alles das wird unser Land weiter voranbringen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Demokratie wird im Deutschen Bundestag gelebt. Wir sind der Ort der Auseinandersetzung. Wir sind der Ort, wo wir über die besten Ideen streiten. Wir sind der Ort, wo wir nicht nur sagen, was uns nicht gefällt, sondern wo wir auch sagen sollten, wo unsere Alternative ist. Wir haben 25 Stunden Bereinigungssitzung gehabt. Wir haben 25 Stunden lang intensiv mit den Ministerinnen und Ministern ihre Etats diskutiert. Und ich finde, es ist unanständig, in diesen 25 Stunden nur zu meckern, aber keinen einzigen Änderungsantrag zum Bundeshaushalt zu stellen. Die CDU-CSU ist blank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Da fehlt entweder der Mut oder die Ideen. Beides ist schlecht für Deutschland. Deswegen abschließend, wir stellen uns in dieser Haushaltswoche der Debatte um den Bundeshaushalt. Wir haben unsere Ideen auf den Tisch gelegt. Über die kann man diskutieren. Ich würde mich freuen, wenn auch von der stärksten Oppositionsfraktion nicht nur Häme, sondern vielleicht auch mal konkrete Vorschläge kämen. Vielen Dank. Als nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Sven Christian Kindler.